Es ist und bleibt spannend an den Märkten. Wir sehen es, ohne Ausschläge, ohne heftige Ausschläge scheint nichts mehr zu gehen. Da geht der Kurs mal eben schnell in die Höhe, kommt aber unter Umständen genauso schnell wieder zurück. Zumindest deutet sich das hier an. Wir sind im Minutenchart, keine Sorge. Ganz so dramatisch ist das nicht. Hier das Ganze im 4-Stunden-Chart. Aber wir sehen, dass der Markt durchaus nervös ist. Ich habe das angesprochen. Aber immer noch, zumindest mal der Nasdaq, mit Tendenz nach oben. Das ist nicht in allen Märkten so sehr. Wir sehen, dass der Dow Jones beispielsweise seinen Aufwärtstrieb schon so halbwegs eingestellt zu haben scheint. Wir sehen, dass wir hier eigentlich so mehr oder weniger hin und her wackeln, seitlich. Und das kann ein Ende der Aufwärtsbewegung oder vielleicht schon ein früher Anfang der Abwärtsbewegung sein. Ich will es nicht beschreien. Es soll nachher nicht heißen, du hast immer gesagt, es geht runter, jetzt ist es nach oben gegangen. Ja, es kann nach oben gehen, aber es gibt eben durchaus Anzeichen dafür, dass der Kurs ein wenig angeschlagen ist und so richtig mutig im Moment nicht so ma sein mag. Das können die Nachrichten sein, die wir jetzt aus Amerika unter anderem hören. Erstens mal im Kongress wurde abgestimmt und nicht entschieden für das Hilfspaket, sondern es wurde, nein, das wollen wir nicht, nein, das wollen wir nicht. Das ist ein bisschen Kampf unter der Tischkante sozusagen. Also solange da nichts passiert, ist das erst noch mal sehr, ja, sehr eingeschränkt und vorteilhaft zu sehen. Wir haben jetzt gehört, LA macht auch seinen Lockdown und sagt, ihr dürft jetzt auch nicht mehr so richtig rausgehen. Also ebenfalls von der Seite aus eine deutliche Einschränkung jetzt. Und Biden geht ja sogar davon aus, dass dass oder dass in Amerika die Zahl der Toten noch um 250.000 Corona-bedingt noch weitere folgen könnten. Also es geht da um große Zahlen, das ist schon ziemlich dramatisch und solange da noch nicht irgendwie was, was Impfstoff angeht, entschieden ist, durchgewunken wurde, ist das sicherlich noch sehr, sehr kritisch zu sehen, auch im Hinblick auf die Wirtschaft, auch im Hinblick auf die Banken. Die Hoffnung ist natürlich die, dass die Notenbanken dann entsprechend Gas geben. Powell hat ja schon gesagt, oh, es wird noch mal eine harte Geschichte. Da muss noch was gemacht werden, akuter Beitrag muss noch geleistet werden. Das spricht dann wieder für die Gegenseite. Welche Seite gewinnt, das scheint genauso wenig entschieden zu sein, wie wir das hier bei den Indizes sehen, die dann doch sehr, sehr heftig mal in die eine, noch in die andere Richtung, wir hatten es beim Nasdaq eben gesehen, da unterwegs sind. Jetzt geht gerade bei mir zum Beispiel bei Microsoft ein Alarm los. Nur mal als Beispiel, wer mit den Indizes im Moment nicht so glücklich ist, kann natürlich auch hier diese typischen Verhaltensmustern sehen. Zum Beispiel so ein Schub runter, A, B, C hier nach oben, mit Chancen eben nach unten, wenn getriggert wird. Also, es ist nicht nur bei den Indizes spannend, sondern auch bei verschiedenen Aktienmärkten. Das kann ein Procter & Gamble beispielsweise sein, das kann eine Microsoft wie gerade oder eine eBay auch. Hier hatte ich, glaube ich, eben auch schon so halbwegs auf dem Plan, auch wenn die schon ein bisschen gelaufen ist, wo man so schon sieht, dass die Aufwärtsbewegung deutlich weniger attraktiv ist und Brüche auf der Unterseite dann gegebenenfalls was lostreten können. Also, man sieht schon, Spannung ist immer noch da. Wer solche Trading-Ideen umsetzen kann, sollte das durchaus mal tun. Nicht nur immer auf den Hauptmarkt gehen, sondern auch dort, wo die Signale dann entsprechend entstehen. Wer dazu mehr Hinweise braucht, der sollte sich mal anmelden beim Trade des Tages, ist kostenfrei. Da stellen wir Trades immer wieder vor mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Vielleicht ja auch ist da von dieser Sorte jetzt heute was mit dabei. Die sind allerdings relativ kurzzeitig, das wird hier vielleicht zu knapp, aber zweite Angebot bei Born for Trading mitmachen und dort dann die Nachrichten auf ganz schnelle Art und Weise dann aufs Smartphone geschickt zu bekommen. Das wäre die Alternative. So, in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße, ein bisschen drauf gucken. Es ist gerade spannend, deshalb ich muss weiter. Wir sehen uns in den Märkten und gerne, wie gesagt, beim Trade des Tages und im Born for Trading. Euch alles Gute und liebe Grüße.